Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 24. November 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann und hat eine zunehmende Mondphase. Mond bekommt einen Einfluss von Stern Armus und das vermittelt uns auf unserem Herz hören, unserem Herzensangelegenheit, wie Liebe, Partnerschaft, Familie oder Hobby, Berufung. All das, was in unserem Herzen liegt, das sollen wir bewusst wahrnehmen, da aktiv zu sein. Mond bewegt sich ziemlich schnell und kommt ein zweiter Einfluss von Dorsum. Das vermittelt eine andere Art von Botschaft und warnt uns, jemand versucht uns im Rücken fallen. Oder sind es Gespräche oder etwas, was hinter unserem Rücken passiert und wir sollen achtsam sein. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und nähert sich zur Verbindung zum Aldebaran. Dieser Aldebaran ist ein königlicher Stern, so haben die alten persischen Astrologen, Astronomen bestimmt vor einigen tausend Jahren. Und das ist die Auge des Stieres. Es wirkt zwar in diesem Bereich Tierkreiszeichen Zwillinge, aber es handelt sich um diese Auge. Und es bedeutet etwas klar und deutlich sehen, erkennen, diese Richtung bewegt sich unserem Planet Erde. Und das sollen wir vielleicht auch mal daran denken, dass wir etwas genau anschauen. Und wie wirkt die kosmische Energie auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Wassermann. Sie haben ein ungutes Gefühl gerade. Sie bekommen nichts geschenkt. In die Liebe, Partnerschaft sind auch Einschränkungen momentan. Es verbessert sich aber ab 2. Dezember. Was gut ist bei den Wassermann-Geborenen, sind die Handlungen, die Gespräche, die Ideen oder ein Vertrag und kleinere Veränderungen. Wo sie wahrgenommen werden, das ist die vertraute Umgebung. Und da kommt Unterstützung und angenehmen Gesprächen oder Besuch oder Einladung und kleinere Veränderungen, eine kleine Reise ist auch möglich. In die nächste Zeit wird bei den Wassermann-Geborenen wichtige Thema sein, die Werte, die Wertschätzung und auch die Finanzen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben gerade Luft, geht alles mit Leichtigkeit, haben auch Glück, bewegt sich auch einiges, besonders in vertrauter Umgebung, Nachbarschaft, Familie, Verwandtschaft oder im häuslichen Bereich oder eine kleine Reise ist auch möglich. Und bei den Fischengeborenen sind aber Einschränkungen, was die Gespräche betrifft. Entweder fühlen sie sich missverstanden oder geht durch die Gespräche zu Missverständnissen. Kann auch sein, dass die Fischengeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen können aufatmen. Es ist vielmehr Leichtigkeit. Es sind Umbrüche, Veränderungen, Handlungen, Gespräche. Es ist die schöpferische Kraft. Und sie bewältigen gerade einiges, weil die Möglichkeiten, Chancen sind da zu diesen Veränderungen. Aber die Kraft sollen die Wiedergeborenen richtig einsetzen, dass sie auch mal zur Ruhe kommen. Weil in Ruhe liegt die Kraft. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen fühlen sie sich unsicher oder nervös. In den kommenden Tagen beruhigt sich das alles und dann fühlen sie sich, die Stiergeborenen, besser. Was die Stiergeborenen bewusst wahrnehmen sollen, das sind die Liebe, Partnerschaft, auf anderen zugehen, Gefühlen zeigen, die Kontakt suchen oder ein Signal setzen, dass da Interesse da ist. Und um die Liebe, Partnerschaft kümmern, das ist wichtig gerade. Und nicht nur die Arbeit, die Pflicht, sondern auch die Liebe, Partnerschaft und auch die Lebensfreude, weil das gibt Kraft und ein Ausgleich gerade bei den Stiergeborenen.
Die tierkreiszeichnenden Zwillingsgeborenen haben ein gutes Gefühl, können endlich aufatmen, aber auf die Gespräche achten, auf anderen zugehen oder zuhören, was die anderen sagt, also nicht passiv verhalten, sondern die Kontakte suchen. Das ist gerade wichtig. Die Zwillingsgeborenen haben auch Kraft und Mut, etwas Neues zu starten, auch beruflich, aber liebe Partnerschaft ist auch ein wichtiges Thema gerade. Die tierkreiszeichnenden Krebsgeborenen fühlen sich zurzeit unsicher und kraftlos. Sie brauchen einen Ausgleich. Sie befinden sich gerade in einer Wandlung. Aber liebe Partnerschaft, Herzensangelegenheit ist auch gerade wichtig bei den Krebsgeborenen. Nicht zweifeln, sondern selbstsicher sein und im Vertrauen bleiben. In die kommenden Tagen kommt auch alles im Fluss und bekommen die Krebsgeborenen auch Bestätigungen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen befinden sich in einer größeren Wandlung, größere Veränderungen. Und es ist auch sehr wichtige Zeit gerade, auch Karma wie karmische Erinnerungen, karmische Begegnungen, das ist auch ein Thema, wo sie noch Einschränkungen haben, das ist die liebe Partnerschaft, aber ab 2. Dezember kommt wieder alles in Bewegung und auch die Leidenschaft, auch wieder die Liebe wird sehr aktiv sein, nicht nur bei den Schützengeborenen, wo dann Venus bewegt, sondern auch bei den Löwengeborenen. Momentan brauchen einen inneren Ausgleich oder etwas ausgleichen, vergleichen. Die tierkreiszeichnenden Jungfraugeborenen haben viel geleistet in die letzte Zeit und sie wünschen sich Anerkennung und ein Lob, ein Aufstieg beruflich. Die Kraft ist da, auch die Leichtigkeit beruflich etwas zu verbessern. In der Liebe Partnerschaft haben aber auch Glück gerade die Jungfraugeborenen. Die einzige, wo Einschränkungen haben, das ist die Kommunikation oder die Gespräche oder eine Nachricht. Die tierkreiszeichnenden Wagengeborenen haben ein gutes Gefühl, schöne Gespräche, Möglichkeiten, Chancen. Auch in die Liebe Partnerschaft kommt alles im Fluss und es ist sehr gefühlsvoll, wo die Wagengeborenen Angst haben, Entscheidungen treffen oder eine größere Veränderungen und sie sollen diese Zweifel, diese Angst loswerden, das überwinden, dann kann nichts passieren, weil die Einflüsse sind sehr schön unterstützend gerade. Die tierkreiszeichnenden Skorpiongeborenen fühlen sich ein bisschen eingeschränkt momentan oder nervös. Sie haben das Gefühl, sie können nicht atmen, es fehlt die Luft. Und Einschränkungen auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis oder etwas Unangenehmes. Jetzt denken wir mal auf den Einfluss von Dorsum. Jemand versucht im Rücken fallen. Also gewisse Enttäuschungen sind möglich, gerade im Freundeskreis, Bekanntenkreis bei Skorpion geboren. Es wird aber in den kommenden Tagen beruhigen und wird auch besser sein. Gute Einflüsse haben die Schützengeborenen und es ist auch ein Aufstieg. Sie werden wahrgenommen. Schöne Gespräche, Umbrüche, Veränderungen sind möglich. Das kommt alles in Form und sie haben auch Kraft und Mut gerade und in die Liebe Partnerschaft wird aktiv sein ab 2. Dezember, weil dann bewegt sich Venus im Tierkreiszeichen Schütze. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen fühlen sie sich kraftlos und müde, aber sie haben die inneren Kraft und das bekommen sie, wenn sie zur Ruhe kommen. Ein Gespräch kann von etwas begeistern, gerade die Steinbockgeborenen. In die Liebe Partnerschaft haben sie Glück und sie sollen dann auch aufatmen. Oder können sie endlich aufatmen? Die einzige, was hindert gerade die Steinbockgeborenen, ist die Bewegung, die Kraft, etwas zu bewegen. Aber wenn sie die Ruhe bewahren, dann geht es auch. Und das war mein Tageshoroskop und diese Tagesenergie beeinflusst unserem Leben, aber das ist allgemein, wie ich das beschrieben habe. Es besteht aber die Möglichkeit, es maßgeschnitten für sie persönlich berechnen. Und das können Sie gerne bestellen und dann bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten.
Sie können auch die Frage stellen, wie wird das Jahr 2018, was sind die Tendenzen, was passiert in einzelnen Monaten, und ich kann das ganz genau beschreiben. Dann möchte ich noch erwähnen, die Ritualgegenstände, und das können Sie auch bestellen in meinem Shop, und es befindet sich unter www.denderasusannamedici.com. Oder wenn Sie Fragen haben, wie zum Beispiel, soll ich in dieser Arbeit bleiben? Kommt ein Umzug? Sehe ich ihn in die kommenden Tagen? Denkt er an mich? Diese Fragen betrifft unseren Alltag, es sind aber auch sehr wichtige Fragen. Und das zu beantworten, brauche ich keine ausführliche Analyse, sondern ich kann das dann kurz beantworten per E-Mail, und ich nenne das als Blitzberatung. Das bedeutet, Sie schreiben mir ein E-Mail, stellen Ihre Frage, bitte dazu schreiben die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort, und ich beantworte diese E-Mails natürlich auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro Vorkasse, und die E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.